Hallo Leute, Darza1005 hier mit Let's Play Paper Mario für den Nintendo 64. Ja, wir sind, nachdem wir im letzten Part, ja, aus dem Nimmer-Nimmer-Wald rausgekommen sind, hier in Puhus Villa eingetroffen, haben uns da etwas umgesehen und, ja, jetzt ist es so, dass sie den Stern gefangen hat. Er konnte nämlich aus der Festung von Tubba Blubba flüchten. Und jetzt hat die gute Bu ihn gefangen und bittet uns, dass wir den Buhus helfen. Und ja, dann gehen wir jetzt mal in die windige Schlucht und schauen mal, ob wir gegen Tubba Blubba was machen können. Ich hoffe doch. So. Los, öffnet es. Sehr schön. Okay. Und nun sind wir in der windigen Schlucht. So, Mario, jetzt geht's los. Hast du Angst? Aber natürlich haben wir Angst. Furchtbare Angst. Ich kann es kaum beschreiben. Nicht. Also das Gebiet ist ziemlich cool. Vor allem, weil es hier wieder neue Gegnertypen gibt. Wir nehmen doch gleich mal Gumbario. Und schauen uns die Situation gleich mal an hier. Bomb. Yay. Okay, der Para, wie auch immer, gleich mal verwandelt in den normalen Goomba, in einen Hyper-Goomba. Das ist ein Hyper-Goomba. Oh, das sind verrückte, unzivilisierte Goombas, die nur in der windigen Schlucht vorkommen. Maximal KP 7 angeschafft, 1 Verteidigung 0. Manchmal laden sie sich auf, bevor sie angreifen, deswegen Hyper. Mit einer aufgeladenen Attacke können sie dir 8 KP abziehen. Sei vorsichtig, wenn sie zu glühen beginnen. Es empfiehlt sich, Buhu oder ein Item einzusetzen, um unsichtbar zu werden. Dann geht ihr der Attacke sicher vorbei. Das stimmt. Okay, dann... ja, hau mal drauf. So stark sind die jetzt wieder auch nicht, wie gesagt. Und der wird sich auf keinen Fall aufladen. Und wenn er es tut, dann wird er es nicht überleben. Okay, er hat es getan. Aber das wird er leider nicht überleben. Pech für ihn. Die 8 KP lasse ich mir nicht an Schaden zufügen. Und down. Geben auch nur noch 2 Sternpunkte. Na, alles klärchen. Ich merke schon, wir sind vom Level her ganz schön gut dabei. Das haut echt hin. Deswegen müssen wir uns jetzt da gar nicht mal so viel anstrengen, noch irgendwo zu leveln. Das passt nämlich soweit eigentlich ganz gut. Haut schon hin. Okay. Gut, dann machen wir erstmal den einen fertig, würde ich was sagen. Oder wie machen wir es? So, 4, der macht auch 4. Oder, nee, wir machen es mal anders. Ich scanne mal mit Gumbario den Hypergumba. Ein Hypergumba sind Hypergumbas mit Flügeln. Maximal KP 7, Angst aus 1, Verteidigung 0. Manchmal laden sie sich auf und können auch KP Schaden machen. Okay, wenn wir unsichtbar sind, verfehlen sie uns. Abgesehen davon unterscheiden sie sich nicht von normalen Paragumbas. Setze eine Sprungattacke gegen sie ein. Alles klar. Dann, könnten wir natürlich jetzt sowas machen? Ja, das machen wir jetzt auch. Okay. Das war stylisch, Mario. Okay, selbst wenn sie sich jetzt aufladen, dürfte das kein Problem sein. Nee, ist es echt nicht. Dann machen wir nämlich einen Powersprung. Ja, und gerade jetzt wird auch noch die Angriffskraft verstärkt. Und das hat sich ja wieder gelohnt. So ein Furz. Zapper verstärkt deine Angriffskraft. 9 Schaden. Na toll. Okay. So, Gumbario beendet das Leid. Und down. Sehr schön. Die Steinbunke. Alles klärchen. Ja, wenn es weiter so geht, werden wir, bevor wir noch in Tubba Blubbas Schloss sind, ein Level abbekommen. Und das ist die windige Mühle, da kommen wir aber noch nicht rein. Man sieht es, da ist ein Schloss davor. Deswegen ignorieren wir das vorerst. Oh. Aua. Haha. Macht keinen Schaden. Wir holen die mal runter. Oh, kack. Action-Kommando versaut. So ein Mist. Das ist jetzt natürlich extrem schlecht. Na gut. Bump.
Okay, er lädt sich zumindest schon mal nicht auf. Er auch nicht. Das ist positiv. Und er auch nicht. Okay. Alles klärchen. Aua. Gut, machen wir so. Gut. Und holen wir ihn vielleicht noch runter. So. Und jetzt laden sie sich wahrscheinlich auf, oder? Natürlich. Alles klärchen. Aber das stellt jetzt eigentlich auch kein Problem dar. Denn da können wir schön mit einem Multisprung arbeiten. Und, tja, dann kann Gumbario den Rest erledigen, wollte ich eigentlich sagen. Aber, ja, ist kein Problem. Haut hin. Sehr schön. Und auch hier fügen sie uns keinen größeren Schaden zu. Also man muss halt echt schauen, damit man die, oder dass man die downbringt, bevor sie sich aufladen. Denn wie gesagt, dann macht es halt extrem viel Schaden. Ein Trockenpilz. Den braucht niemand. Denn der gibt nur ein KP zurück. So. Okay. Oh, Lady Boo, welch eine Überraschung, euch hier zu sehen. Aber ihr wisst, eure Ladyschaft, dass ihr nicht herkommen solltet. Es ist viel zu gefährlich. Tuba Blubber könnte jeden Moment hier auftauchen. Ich weiß, ich kam hier, um Tuba Blubber eine Lektion zu erteilen. Wie stehen die Dinge? Wann ist er das letzte Mal hier gewesen? Gerade erst gestern, Lady. Das war schrecklich. Diesmal hat er Herbert verspeist. Er war so grauenvoll. Es war so grauenvoll. Der arme Herbert steht zwar so finster und deprimierend. Was für ein großartiger Buhu. Oh nein, nicht Herbert. Oh, Tuba Blubber, er muss aufgehalten werden. Herbert, hört mir alle zu. Fürchtet euch nicht. Wir sind hier, um Tuba Blubber ein für alle Mal zu besiegen. Dieses Monster hat seine letzte Buhu-Mahlzeit zu sich genommen. Oh, Lady, euer Mut ist inspirierend. Aber ihr wisst, dass man ihn den unbezwingbaren Tuba Blubber nennt. Bitte seid vorsichtig. Natürlich. Wenn ihr auf Tuba Blubber trefft, kämpft nicht gegen ihn. Er ist unbezwingbar. Obwohl auch jemand, der von sich behauptet, keine Schwächen zu haben, doch mindestens eine haben muss. Wenn ihr sie nur herausfinden könntet. Das werden wir, Buhu, das werden wir. Selbstverfreulich. Psst, Kumpel. Wusstest du, dass du leise und unbemerkt gehen kannst, wenn du den 3D-Stick nur ein bisschen bewegst? Du kannst diese Technik einsetzen, wenn du dich an schlafenden Gegnern vorbeischleichen willst. Das brauchen wir dann noch, ja. Man kann ja so laufen, oder man kann auch so laufen. Das ist, finde ich, schön gemacht. Okay. Dann saven wir hier mal. Und weiter geht's. Seid vorsichtig im Kampf gegen Hypergumbas. Sie laden sich mit Energie auf und setzen diese dann plötzlich frei. Wenn sie sich aufladen, dann solltest du Lady Boo's unsichtbar einsetzen. Danke für den Tipp, Junge. Danke. Ich hatte einen Freund, der es geschafft hat, aus Tuba Blubbers Schloss zu entkommen, hat er hat gesagt. Der Schlüssel zur Lösung des Geheimnisses befindet sich in der innersten Kammer. Achtet auf das Herz und den Körper. Und als er weiterreden wollte, da hat ihn Tuba Blubber verschlungen. Ich frage mich, wie der Rest seiner Nachricht wohl lauten mag. Herbert. Na, alles klar. Oh boy. So, erstmal kurz heilen hier. Und dann schauen wir weiter. Oh, hallo, Buh. Schwache Vorstellung, ich weiß. Verzeihung, aber ich hatte letzte Nacht einen so eigenartigen Traum. Die Stimme in diesem Traum sagte, manchmal musst du dich umdrehen und davonlaufen. Du musst laufen und laufen, bis du den Turm mit den sich drehenden Flügeln erreichst. Oder so ähnlich war's. Was das wohl bedeutet? Das ist die windige Mühle. Schön. Ein Freund gelang die Flucht aus Tuba Blubbers Schloss. Er behauptete, Tuba Blubber würde etwas von höchster Wichtigkeit neben seinem Bett verstecken. Ich frage mich, was es wohl sein könnte. Das müsste der Schlüssel sein für die windige Mühle, glaube ich. So. Hallo, du wirst doch Tuba Blubber vermöbeln, oder? Yeah, räche uns. Nie wieder soll er sich einem Geist vergreifen. Nie wieder. Besonders nicht an... Oh. Oh nein, Tuba Blubber, komm, versteckt euch. Lady Boo, ihr müsst Mario verstecken. Rasch, wir müssen wechseln. Mario, wir müssen uns verstecken. Setze meine Kraft ein, sofort. Drücke 10 nach unten.
bin drüber. Alles in Ordnung, Lady. Er kann euch nicht sehen. Auf keinen Fall. Er kann euch jetzt. Kann er euch jetzt sehen? Sieht lecker aus. Kommt mir gerade recht. Nom. Ein bisschen streng, aber gut. Das ist Turbo Blubber. Oh, Stanley. Oh, von allen schrecklichen Dingen. Tja. Gut, Turbo Blubber hat... ja, hat er. Stanley, nein. Oh, nicht auch doch du. Ja. Wir holen Stanley zurück. Ich versprech's. Genau wie Herbert. So. Oh. Sind das neue Gegner? Ja, das sind Hyperkirks. Oh boy. Die haben wieder eine schön hohe Verteidigung und können sich natürlich aufladen. Wer hätte das nur erwartet? Das ist ein Hyperkirk. Sie verfügen über eine höhere Verteidigung als normale Kirks. Auch noch. Maximal KP wie angesagt 3, Verteidigung 3. Oh boy. Manchmal laden sie sich auf, bevor sie angreifen. Mit einer aufgeladenen Attacke können sie dir 8 KP abziehen. Sei vorsichtig, wenn sie zu glühen beginnen. Sie werden dich aber verfehlen, wenn du unsichtbar bist. Ihre Verteidigung fällt auf 1, wenn du sie mit einer Explosion umkippst. Und falls es dir noch nicht aufgefallen ist, sie haben auch Stacheln. Das kann mächtig wehtun. Ja, wir haben den Stachelschildorden, das ist kein Thema. Und wir können sie auch umkippen, wenn wir das Erdbeben benutzen. Das ist genauso gut wie eine Explosion. Und da ich jetzt nicht zur Bombette wechseln will, machen wir das so. Nee, die kippen doch nicht um. Dann war das bei der Legende vom Eontor so. Alles klar. Gut. Ja, Verwechslungen. For the win. Okay, alles klärchen. Powerschlag und down. Verteidigung 3 ist schon übel. Also da geben die zu Recht auch noch 4 Sternpunkte, denn die sind schon ganz schön kernig, die Hyperkirks. Aber gut, alles kein Thema, alles machbar. So. Wollen wir den... Das ist ein Schwirrwarr, glaube ich. Können wir ein Item so einsetzen? Möchte ich was einsetzen? 5 BP. Aber wir lassen das Ding mal liegen. Das können wir später immer noch mitnehmen. Oh ja, mal wieder ein. Hyper Goomba? Bomb. Okay, das geht. Das haut hin. So, dann holen wir den mal runter. Bomb. Und dann kann Cooper, halt stopp, mal einen Powerpanzer machen. Das schaut doch gut aus. Alles klärchen. Okay. Die laden sich beide auf, also sowas. Aber das stellt kein Thema dar. Denn wir sind ja zu zweit. Und so viel KP haben die Jungs ja nicht mehr. Oh, wir können ein Level abbekommen, das ist schön. Bumm. 6 Sternpunkte. Nee, Verdopplung der Sternpunkte. Schön. Das gibt ein Level up. Der Zauber erhöht die Anzahl der Sternpunkte. Yay, 12. Schuppidu, bubu. Level up. So, wir boosten die KP. Alles klärchen. Gut, Münzen. Oh, das ist ein Tarngel. Macht Mario für kurze Zeit transparent und unverwundbar. Schön. Ich glaube, wir hauen mal einen Pilz raus. Denn das Tarngel möchte ich schon gern haben. Oh, hier ist ein Brief. Ein Brief an Feist T im Nimmer-Nimmer-Wald. Ich glaube, das ist der Typ, den wir direkt im Wald getroffen haben. Der da so rumgelungert ist. Komisch aussehender Typi. Nein. Könnte das hinhauen mit Bombett? Das könnte hinhauen. Yay! Sehr schön. Das kippt die nämlich direkt oben. Gut gemacht. Sehr schön, Atze. Bin begeistert.
Okay, dann, tja, hauen wir mal mit einem Hammer drauf, würde ich sagen. Boom. Okay, Bombert kann jetzt auch die Powerbombe, eine Explosion, die alle Bodengegner trifft, kostet aber 6 BP. Machen wir nicht. Ich würde sagen, die einfache Bombe hier reicht. Vollkommen okay. Oh, das macht 6 Schaden. Cool. Schön. Laden sich mal wieder beide auf. Die Jungs. Für diesen Fall nehmen wir einen Multijump. Und dann kann den Rest vom Bett erledigen. Wieder Arm-Measuring. Boom. Und down. 6 Sternpunkte. Ne, oh, 7. Cool. Schuppidu. Alles klärchen. Warum hängen die Münzen da in der Luft rum? Was ist hier los? Gut. So, jetzt dürfte es eigentlich nicht mehr lange dauern, bis wir... Wir setzen trotzdem mal Bu ein, denn die haben wir jetzt im Kampf bisher noch gar nicht gesehen. Ah, gegnerischer Erstangriff. Mist. Dammit. Oh, Wetter neu. Hier geht's aber ab. Ohrfeige. Ohrfeigt einen Gegner. Mhm. Erzähl. Mhm. Schuppidu, das ist voll nicht schön hier. Ach, oh, und noch Action Commando versaut. Dammit! Okay, tja, dann können wir das nur so machen. Ich glaube, das macht sogar 5 Schaden, oder? Ja. Na gut. Okay. Alles klärchen. Die laden sich schon mal nicht auf, finde ich positiv. Bin begeistert. So, dann probieren wir jetzt nochmal den Multijump. Ah, ich krieg das einfach mit dem Multijump, mit dem Action-Kommando komischerweise irgendwie nie hin. Warum auch immer. Bin ich einfach zu doof oder so? Ich habe keine Ahnung. Möglicherweise bin ich einfach zu doof. Sehr interessant, dass ich die nicht aufladen. Na gut, mir sollte recht sein. Ich habe damit kein Problem. So, komm, nochmal. Es kann doch nicht sein hier. Cool, jetzt hat's hinkauen. Einmal frei. Ich krieg das schon noch hin. Mit den neuen Schuhen muss ich mich erst noch dran gewöhnen, dass Mario dann ab dem zweiten Gegner ja wie so eine, ja, Arschbombe, sage ich jetzt mal, macht. Und da muss ich mich wirklich erst noch dran gewöhnen, dass das so ist. Aber... das kann alles ja nur noch besser werden. Sagen wir mal so. Okay. So. Multijump. Gut. Das haut hin. Und damit machen die uns auch keinen größeren Schaden. Bu ist halt zurzeit noch etwas schwach, weil sie ja noch nicht aufgelevelt wurde. Aber wie gesagt, diese Unsichtbarkeitsfähigkeit kann ganz nett sein. Oder auch die Ohrfeige macht guten Schaden. Deswegen, warum nicht? Gut, Blütenpunkte. So. Da ist noch ein Kirk. Alles klar. So, machen wir hier Bombett rein. Das hat natürlich gerade wieder nicht hingehauen. Lies. Ah, das wäre jetzt fast schief gegangen. Ja, sehr gut. Und Pomp. So. Wir haben noch 6 Blütenpunkte. Jetzt würde ich fast sagen, ich zeige mal die Powerbombe. Die trifft alle Gegner. Und auch hier wieder A so schnell wie möglich einfach measuren. Und jetzt geht's halt hier richtig ab. Bomb. Kippen alle um. Und macht sehr guten Schaden. Also das ist echt schön. Da geht schon wegen was. Aber wie gesagt, kostet auch 6 Blütenpunkte.
Aber für so eine Steigerattacke gibt man sowas auch gerne aus. Behaupte ich jetzt einfach mal. So. Vor allem, die können halt wirklich nichts mehr machen, wenn die auf dem Rücken liegen. Das ist wie beim Käfer, der liegt dann halt einfach dort und macht nichts mehr. Wobei Käfer bei Paper Mario ja wieder aufstehen, aber im wirklichen Leben eher weniger. Aber gut. Münzen und KP. So, es geht hier oben weiter. Und wir müssen uns hier mit Paracarry rüberbringen. Mario, bleib stehen, ich sag's dir. So. Ah ja. Vielleicht mal Cooper mit rein. Und ich nehme mal irgendwas, was ein bisschen BP wieder auffrischt. So, Ahornsirup mit dabei. Und Bomb. Sehr schön. Okay. Ja, das ist okay. So, dann holen wir den mal runter. Ja. Action-Kommando, please. Und los geht's. So, schauen wir mal, was die Jungs und Mädels machen, ob die sich aufladen. Nein, eher nicht. Alles klar. Von mir aus. Ich bin nicht böse drüber. Oh, das macht genau 4 Schaden. Das passt. So. Ja, selbst wenn sich der eine noch aufladen kann, macht uns das gar nichts mehr. Denn er kommt nicht mehr dazu, seinen Trumpf auszuspielen. Ja, und er macht's auch gar nicht. Er hat's erkannt, dass es eh nur schief gehen kann. Deswegen, ja. Und Pump. Alles klärchen. Oh, schon wieder 35 Sternpunkte. Mensch, geht das hier ab. Münzen werden verdoppelt, hm? Jo. Und gerade hier wieder an der Kante. Ja, aber es sind gar nicht viel runtergefallen. Das ist ja optimal hier. Ein Superpilz. Okay, hier hätten wir noch einen Kirk. Und den möchte ich jetzt allerdings... Oh, nicht spielen! Au. So ein Kack, ganz ehrlich. So, was haben wir denn noch so ein bisschen im Angebot? Eine Schneepuppe. Schneepuppe. Powerhüpfer. 3, das könnte gerade so hinhauen. Naja, probieren wir es mal. Ah, ich krieg das mit den neuen Schuhen einfach noch nicht gebacken. Es ist zum Kotzen, ganz ehrlich. Ich arbeite dran, aber ich muss mich erst noch dran gewöhnen. Es ist schlimm. Echt so. So, Bombette. Powerbombe, los geht's hier. Meine Herren. Bams. Warum auch immer da jetzt gerade kein Sound da war. Aber man muss nicht alles verstehen. Boom. Okay, er lädt sich auf. Na, alles klärchen. Gut, ja, aber so weit kommt's nicht mehr. Alles kein Thema hier. So, einmal A gedrückt halten. Und Bomb. 12 Sternpunkte? Jo, sehr schön. Also man muss schon sagen, die Gegner hier geben schon noch gut Sternpunkte. Also das ist schon nicht schlecht. Da geht was. Naja, Münzen, alles klar. So, Sternsplitter. Dann. Pump. Und Pump. Aber bevor wir hier weitergehen, bin ich da 2005 und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Paper Mario. Bis dann und ciao, ciao.